Ja, hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zum ersten Video auf Schweizerdeutsch. Wie ich euch das ja versprochen, dass ich das mache. Und ja, wie ihr schon im Thema seht, geht es heute um das Thema Fitness. Und ja, ich habe das Ganze eigentlich in ein, soll ich sagen, in einen Motorblog reinmachen oder reinnehmen. Aber das Ganze ist schon so intensiv, das Thema, dass ich das nicht in 3-4 Minuten besprechen kann. Und einen längeren Motorblock kann ich bis jetzt noch nicht. Gut, also. Dann ist es so. Fangen wir gerade an mit dem Thema. Das Ganze, ich bin natürlich kein Fitness-Trainer oder kein irgendwas. Kein Sportlehrer oder so, dass ich da professionelle Meinung kann sagen. Ich sage einfach, wollte einfach mit euch meine Meinung teilen und sagen, was ich davon halte oder wie ich würde vorgehen, wenn ich jetzt nochmal neu wie Fitness würde anfangen. Gut, jetzt muss ich irgendwie landen, ohne zu verrecken. Moment kurz. Oh, ah, jetzt schmier schon wieder. Genau, also. Ich habe vor etwa 4-5 Jahren, ich weiß nicht mehr genau, wahrscheinlich eher 4 Jahre als 5 Jahre, es kommt aber schon relativ. Oh, man kommt schon relativ lang vor, aber etwa vor 4 Jahren so habe ich mich das erste Mal Sport gemacht. Dazumal noch wieder im gleichen Fitness, wie ich es jetzt mache. Dann habe ich es aber nicht können leisten, weil es schon relativ teuer ist. Und dort hat es mich, also der Sport hat mich schon interessiert. Aber es ist einfach so, dass ich habe einfach Sport gemacht, bin einfach an Gerät und habe Übungen gemacht und fertig. Nicht so, wie ich es jetzt mache. Aber ich würde jetzt so sagen, jeder, der Sport machen will, muss sich zuerst mal überlegen, okay, was verspreche ich mir dabei? Was für ein, soll ich sagen? Was für eine Art Sport wollte ich überhaupt machen? Weil, wenn man, und ich komme gerade aufs Fitness, wenn man jetzt im Fitness wo das Fitness will gehen, gibt es auch nicht nur einfach nur Kraftsport. Es gibt auch, man macht auf Ausdauer, man macht auf, wie ich, auf Kraft, und man macht auf, mehr auf, ich habe schon gesagt, man muss abnehmen. Ja, einfach verschiedenes Zeug mit halt, was wirklich wichtig ist, was viele Leute auch nicht wissen. Das Fitness entscheidet sich eigentlich zum ganz großen Teil in der Küche. Oder beziehungsweise was man isst einfach. Und nicht nur aus dem Grund, dass man auch mehr macht für den Körper, sondern einfach, weil man halt auch, ja, wenn man jetzt sagt, ich will abnehmen. Ah ja, ich mache ja Fitness, ist schon ja gleich, ich kann ja jetzt jede Woche einen Burger essen oder weiß nicht was. Ist natürlich falsch. Und ja, ich kann gerade mal sagen, wie es bei mir ist. Ich habe am Anfang einfach Fitness gemacht, habe ich schon gesagt, einfach so gemacht. Aber mittlerweile schaue ich auch Videos im YouTube an. Was kann ich falsch machen beim Fitness, beziehungsweise wie sieht es richtig aus? Wo ist das Auto? Und ich muss holen. Ah, da. Eben. Was kann man falsch machen? Besser gesagt, wie ist es richtig? Das finde ich auch bei jedem wichtig, der wirklich ernsthaft Sport machen will. Dass er immer wieder Videos anschaut, dass er sich den Fitnessplan föttelt oder mit heimnimmt oder was auch immer. Und dann kann man im YouTube Videos anschauen, wie es eigentlich richtig wäre. Weil logisch, das hat Trainer rum und logisch. Wird das zeigen. Logisch hast du das schon gesehen, wie man es richtig macht, und du kannst bei anderen Leuten abschauen. Aber ich finde immer wichtig, wahrscheinlich, also bei mir ist die Interesse, um die Videos zu schauen, erst. Also kommt immer so schubweise. Manchmal habe ich keine Lust zum Schauen und dann habe ich wieder Lust. Und ich schaue es auch nur, wenn ich wirklich Lust habe. Weil sonst schaue ich es nicht richtig, sonst überfliege ich es so und ja, alles okay. Und würde ich einfach jedem empfehlen, Videos zu schauen. Und weil das ist auch noch etwas Wichtiges. Als ich im Basefit war, wenn du die Übungen falsch machst, kannst du viel mehr Gewicht stemmen. Das empfehle ich dir jetzt. Ah,
Gut, dann mache ich die Übung einfach falsch. Nein. Du musst wirklich schauen, dass du die Übung langsam richtig. Also ich bin eben Fan vom langsam ausführen und vom Spannung behalten beim Übung ausführen. Also dass man Spannung in den Muskeln spürt. Zum Beispiel jetzt, wenn man einen Klimmzug macht, so an der Maschine, dass man beim Uhr und im Uhrziehen hat man richtig Spannung drauf. Und im Trizeps, nicht im Trizeps, im Lattzug drauf, Bizepszug drauf. Und dann, wenn man oben ist, noch 1-2 Sekunden so drüber behalten. Und dann wieder langsam runter. Und auch wichtig, dass man in einem Zug hochkommt und nicht so. Weißt du, wenn es dann zu viel Gewicht ist oder wie auch immer. Also am Anfang ist es zwar so, bis sich der Muskel daran gewöhnt hat, dass man zittert. Das ist wirklich so. Das habe ich auch gehabt. Aber ja. Einfach, dass man das nicht so ruckartig sozusagen macht. Und von dem her würde ich wirklich empfehlen, Videos zu schauen, da wird so viel erklärt, dass man weiß, okay, das ist jetzt nicht mein Fall. Zum Beispiel habe ich auch lange gemeint, so, wenn ich jetzt keine Muskelkater habe, dann mache ich doch die Übungen falsch. Ganz ehrlich, ich denke, das kann es auch sein, dass ich die Übungen nicht so effizient mache, wie es muss sein. Eben, weil man, ich selber auch noch muss Videos schauen muss, was das Zeug hält, dass ich ja, das musst du einfach, dass du wirklich die Übungen richtig machst. Weil sonst hast du das Gefühl, es ist ja so leicht, dann nimmst du wieder mehr Gewicht und das ist auch nicht gut, dann schadest du dir ja deine Gelenke wieder. Es ist eben auch viele Sachen, die viele Leute unterschätzen, dass alles auf Gelenke geht, dass du richtig musst, ja. Dass du zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel Bizeps Curl machst, oder einfach also mit der Hand, also das Klassische so, dass du musst schauen, dass das Handgelenk nicht so ist und so ist, sondern dass du wirklich so ganz gerade hast und du machst so, oder? Das kommt wirklich auf vieles so drauf an, alles Kleinigkeiten, aber ich finde das gerade so wichtig wie das Essen. Und gerade so wichtig, obwohl ich mich selber der Nase nehme, beim Essen schaue ich nicht so extrem drauf, aber da gibt es unter anderem, dass ich halt in einer Gemeinschaftsküche esse, wo du einfach nicht kannst bestellen, was du willst. Da gibt es auch, was es gibt. Und die High ist mit der Familie und da kann ich auch, kaufe ich mir zwar schon manchmal mein eigenes Zeug, aber kann jetzt auch nicht so extrem. Obwohl, ich könnte eigentlich dort ganz probieren, die ganze Familie ein bisschen zu erziehen, in dem Sinn. Das wäre etwas, aber sonst geht es. Ist auch wieder schwierig, weißt du? Und dann, wenn wir jetzt schon sich auskennt im Sport, finde ich, kann man am Anfang mit dem Eiweiß-Shake. Aber wirklich nicht schon am Anfang an das nehmen, weil das ist alles eher so. Abgesehen davon, dass alles kostet, musst du dich auch schauen, dass du dich auf etwas fokussierst. Zum Beispiel jetzt wirklich nur aufs Fitness. Und dann kannst du dich fokussieren auf die Ernährung und auf Supplements. Und da gibt es ja auch gute Apps dazu. Ich kann mal, wenn ich da denke, in die Videobeschreibung das App reinmachen, die ich lange genutzt habe. Ich brauche es nicht mehr, ganz ehrlich, weil ich einfach gefunden, entweder machst du es mit dem App richtig oder machst du es gar nicht. Dann habe ich mich entschieden, es gar nicht zu machen, weil du jetzt dort, ich sage jetzt mal, du musst alles aufschreiben, was du isst, wäre grundsätzlich nicht so ein Problem. Aber du musst es natürlich auch wissen, um ehrlich zu sein und ehrliche Zeug reinschreiben und dann musst du es einfach abwägen. Ausser du machst jetzt zum Beispiel eine ganze Packung Tagwar, dann hast du schon alle Werte drauf und kannst alles direkt 1-2 übernehmen. Oder kannst du sozusagen deinen eigenen Wert erstellen. Aber wenn du jetzt irgendwie in der Kantine oder so, oder im McDonald's oder wie auch, keine Ahnung, irgendwas isst, weißt du es nicht. Oh, wie schwer sind jetzt die Pumpfen gewesen? Oder wie schwer ist jetzt der Salat gewesen? Oder was ist für Salat? Dann ist der Salat gemischt, da sind wieder 3-4 verschiedene Sorten drin. Und dann musst du alles einzeln einschreiben, oder? Also, musst du nicht unbedingt, aber es macht Sinn, wenn man es, ja, wenn man dann auch den richtigen Salat auswählt und von dem her, warum das App
Es steht halt dann drin, okay, du hast jetzt so und so viel Eiweiß gegessen, du musst nur so und so viel essen, du hast so und so viel Protein gegessen, Salz, was auch immer. Und dann musst du halt, also, sag ich mal so, das Ganze nimmt halt den Wert, den du angehst. Hast du zum Beispiel gesagt, okay, du machst Mittel, also du bewegst dich den Tag nicht so sehr viel zum Beispiel, gehst dafür fünfmal in der Woche ins Fitness, und dann musst du halt entscheiden, was du da angibst für Informationen und wie schwer das du bist und wie alt das bist und alles so Sachen. Und also kurz zum Sagen, wenn jemand Sport machen will, würde ich zuerst mal sagen, ein gutes Fitness finden, Übungen langsam durchführen, wenn man Lust hat, Videos zu schauen, es bringt so, dass man sich das dazu zwingt. Und dann vielleicht auch sich irgendwie inspirieren lassen von gesunden Rezepten. Ich bin auch kein Headley-Fooder oder jemand, der sagt, Moment, sorry, Blazin. Nein, ich bin auch nicht so ein Gesundheitsbewusster, obwohl ich mich lange so dafür gegeben habe. Aber ich finde einfach, schon mal schauen, dass man nicht unbedingt Zucker frisst, wie wahnsinnig, nicht viel Süßes frisst, ist schon mal gut. Und dann einfach einen schönen Teller haben mit der, von der Ernährungspyramide, wie man es kennt, wie man das von der Schule kennt. Genug Früchte essen, oder vom Teller genug Gemüse, Fleisch, was auch immer, wenn man nicht Vegetarier ist. Und ja, also gerade zum Thema Vegetarier. Vegetarier finde ich okay. Aber was ich den richtigen Trisch ist, finde ich Veganer. Also das ist richtig hart. Das verstehe ich gar nicht, wie man nicht kann. Ja, ich finde einfach, fressen musst du es, ganz ehrlich. Du musst einfach. Ich habe lange gedacht, ist das gesund und bla 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 und so. Du musst einfach, wie du zum Beispiel was kannst schauen, ist das zum Beispiel Vollkorn und Teigwaren nimmst statt nur Weiss sind. Oder so, weißt du, oder Vollkornbrot statt Weissbrot oder so Sachen. Ist natürlich definitiv gesünder. Aber ich habe auch das Buch vom Flying Uwe, das Fitnesskochbuch, da wollte ich sicher dann auch mal noch das zweite posten. Aber sonst würde ich einfach sagen, wenn man es sich nicht zu schwierig machen will, sollte man einfach essen, wie der gesunde Menschenverstand einem das sagt. Genug Früchte essen, sehr viel Wasser trinken. Ein großer Teil, also vor allem was ich will, außer mir ist schon recht dick, aber wenn man jetzt Fitness macht und wenn man will, nicht, nicht so dünn bleiben will, dann muss man einfach mehr Kalorien essen, als man braucht. Dann ist erstens mal dick. Oder nicht dick, aber ja, stabil, sag ich mal. Und du brauchst eh, indem du Fitness machst, hast eh einen größeren Bedarf an Kohlenhydrat. Und Moment. Und ja. Also eben jeder, der sich interessiert, sollte sich wirklich das App abladen, das wäre schon noch gescheit, aber eben, ich muss sagen, für mich, ich finde es auch nicht mehr, weil das ganze Zeug abzuschreiben und bla 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 und abzuwägen. Ja nein, jetzt habe ich den Monster Truck genommen. Weil jetzt sicher war, dass jetzt. Ja nein, zum Rennen, dann gehe ich sicher nicht mit dem ins Rennen, dann gehe ich gerade direkt mit dem zum schnellen Auto. Nein, eben. Und dann, wenn du sagst, du, okay, ich habe jetzt schon ein paar Monate Fitness gemacht, ohne etwas, dann kann man sich schon mal einen Proteinshake gönnen. Aber man denkt, ich mache schon nicht viel falsch. Da gibt es eigentlich 100'000 verschiedene Hersteller. Ich würde allerdings sagen, logisch, wenn man sich dafür interessiert, ist das gut. Und dann kann man da Berichte und Zeug und Sachen lesen. Aber ich wollte jetzt auch nicht wie ein Hater tun, aber ich weiß nicht, was da alles wieder falsch ist, weißt du, bei diesen Berichten, bei den
Zeug, wie zum Beispiel, ich habe es mal gesehen, dass zum Beispiel die best bewährte, also so am Test, den ich gesehen habe, der best bewährteste so, wie sagt man, Proteinriegel, der Eiweißriegel oder wie auch immer, ist von Edeka. Sack billig irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie nicht einmal 1 Euro, irgendwie glaube ich 50 Cent oder irgendwie so. Ich habe angeblich am wenigsten Zucker und blablabla. Ich finde einfach, jeder sollte sich die Erfahrungen machen. Oder das nicht, was er will. Ich glaube auch, also logisch gibt es Scheiße gibt es da auch Scheiße, die verkauft wird, aber ich glaube, das Ganze schon relativ gut, relativ hochwertig ist, die Eiweiß. Muss halt natürlich hochwertig sein, dass du auch viel kannst aufnehmen. Und aber ach shit. Aber ich weiß nicht, was da an denen bricht, was denn da stimmt und was nicht, weil wie. Ja, das. Ich finde einfach, man sollte einfach die eigene Erfahrung machen, nehmen, was man will. Wenn andere Leute, Kollegen oder so etwas anders haben, kann man sich ja von dem probieren, ich sage jetzt mal, probieren zu überzeugen zu lassen. Aber es wird trotzdem dann entscheiden und das machen, was man selber will. Schluss ist deine Entscheidung, oder? Ich bin da mega inspiriert vom Uwe, vom Flying Uwe. Kennen die wahrscheinlich viele. Ich weiß, dass der nicht nur Kraftsport macht, dass der eigentlich Kickboxen macht. Aber trotzdem, das ist so mein Idol irgendwie. Allgemein, was Social Media anbelangt, so, weil er halt wirklich mit dem definitiv mit dem verdient. Nicht so wie viele Fake-Influencer, die das Gefühl hast, boah, was haben die schon erreicht und dann im Hintergrund ist das alles gefaked. Da kann ich auch noch viel darüber erzählen. Da bin ich ja selber ein bisschen, wie soll ich sagen, in dem Thema gewesen, wo ich jetzt eigentlich nicht mehr so Lust habe drauf. Aber ja, über das Thema Fitness, ich habe jetzt alles durcheinander geschnurrt. Ich hoffe, es war interessant für euch. Und dann würde ich sagen, wäre es das gewesen fürs Erste. Ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Mal wieder rein. Und dann, ja, stellt fleissig Fragen. Es gibt wahrscheinlich noch ganz viele Sachen, die ich vergessen habe zu sagen. Aber vielleicht, ja. Vielleicht hat es trotzdem ein bisschen cool, würde mich freuen um Feedback und einen Daumen nach oben. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao miteinander. Euer Obscuro 94.